Wir für mehr. Das ist Jan. Er arbeitet als Industriemechaniker bei Pumpen Petri in Peine. Weil Pumpen Petri in den letzten Jahren gute Geschäfte gemacht hat und die Wirtschaft stabil gewachsen ist, hat Jan mit der IG Metall ordentliche Lohnerhöhungen für sich und seine Kollegen durchgesetzt. Mit dem Plus im Geldbeutel konnte er nicht nur seine steigenden Kosten ausgleichen, sondern sich auch ein paar neue Dinge leisten. Das ist gut für ihn und es hat die Wirtschaft wachsen lassen. Damit sie weiter wächst, brauchen Jan und seine Kollegen auch 2016 höhere Einkommen. Außerdem haben sie sich eine Lohnerhöhung verdient. Die IG Metall erklärt, wie hoch sie sein sollte. Zunächst ist da die Inflation. Sie sorgt dafür, dass Jan für sein Geld weniger kaufen kann, weil die Preise steigen. Die Europäische Zentralbank sagt, für eine stabile Wirtschaft sollten die Preise pro Jahr um 2% steigen. Außerdem optimiert Pumpen Petri Abläufe im Betrieb und schafft neue Maschinen an. Jan und seine Kollegen können so in der gleichen Zeit mehr Pumpen bauen als zuvor. Auch in anderen Betrieben und Branchen arbeiten die Beschäftigten produktiver. Das nennt man Produktivitätsfortschritt. In Deutschland beträgt er seit 2000 im Schnitt 1,1%. Jan findet, Pumpen Petri muss ihm zumindest einen Ausgleich in Höhe der Zielinflationsrate und des Produktivitätsfortschritts zahlen. Außerdem sollten er und alle Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie einen fairen Anteil am Erfolg der Unternehmen bekommen. Das wäre nur gerecht. Denn die Unternehmen können sich höhere Löhne leisten. 2015 haben sie gute Gewinne gemacht. Ihre Erträge sind weiter hoch. Außerdem sagen alle Wirtschaftsinstitute, dass die Wirtschaft auch 2016 stabil wächst. Deshalb fordert die IG Metall ein Plus von 5%. So kann Jan nicht nur höhere Preise ausgleichen, sondern sich wieder etwas leisten. Das ist gut für die Wirtschaft, denn höhere Löhne stützen die Konjunktur. Wenn die Löhne der Beschäftigten steigen, können sie mehr Geld ausgeben. Das kurbelt die Wirtschaft an und sorgt für mehr Wohlstand. Tarifrunde 2016. Wir für mehr.